Und es geht weiter mit einem neuen Video. Ich dachte mir, wir starten mal draußen, denn das Wetter ist eigentlich ziemlich geil. Und ich musste immer gucken, wie es Huck the Truck geht. Deswegen dachte ich, die beiden sehen ziemlich cool aus zusammen. Was soll ich euch sagen? DBX 707. Ich bin jetzt nochmal ein paar Kilometer mit dem Hobel gefahren. Und ganz ehrlich, SUV-technisch das Beste, was man kaufen kann. No joke. Okay, Urus Performante bin ich noch nicht gefahren und ich bin ein riesen Urus-Fan. Aber im Vergleich zum normalen Urus, das ist viel, viel, viel besser. Deutsche Autobahn, unbegrenzt, 323. Mehr muss man nicht sagen. Liegt wie ein Supersportwagen. Echt geil. Huck the Truck geht's auch gut. Dem Kleinen. Und ich mag einfach gerne diese Ansicht von Huck the Truck und einem Kfz von uns. Ich finde, das sieht immer echt geil aus. Gleich mal hier ein Bild machen. Ha! Dann haben wir nämlich geregelt. Also sonst DBX 707 hat jetzt um die 13.000 Kilometer runter. Wir sind unfassbar zufrieden mit dem Auto. Wunderschön, elegant, aber auch aggressiv. Ein paar Sachen könnten ein bisschen aggressiver sein. Aber wer weiß, vielleicht kommt da ja noch was von Aston Martin. Aber schaut euch diese Front einfach mal an. Wenn das Ding hinter dir auf der Autobahn ist oder so, dieser riesen Kühlergrill, da machst du auf jeden Fall Platz. Aber manche von euch fragen sich vielleicht, Alex, warum geht das Ding nochmal zu Folien-Service neu? Also, ein paar Stellen am PPF haben sich leider bei dem DBX 707 gelöst. Was aber auch wirklich nichts Schlimmes ist. Denn das kann passieren. Im Sinne von PPF wird ja sozusagen auf das Auto gelegt und runtergerakelt. Dass alles perfekt ist. Und ja, da haben sich kleine Stellen, ich kann euch mal ein Beispiel zeigen, wie sowas hier gelöst. Aber wie gesagt, das passiert. Das ist auch gar kein Problem. Flo, also Folien-Service Neutz, regelt das auch wirklich super. Ja, yo, bring mir das Auto wieder. Ich mache alles perfekt und dann habt ihr ihn. Und genau das werden wir tun. Mal sehen, ob heute schon der Tag ist dafür. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Aber ja, schön mal wieder bei so gutem Wetter draußen zu sein. Huck the Truck sieht auch wieder echt gut aus. Also sieht eigentlich immer gut aus. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir mal Richtung Cave. Eine Sache kann ich natürlich ohne euch nicht machen. Das ist Startup. Starten wir das Ganze mal. Hoffen, dass die Musik ausbleibt. Und drehen den ganzen Hobel jetzt mal auf Sport Plus. So, dann gibt es mal kurz ein bisschen Sound auf die Ohren. Ready? Soft Limiter ist natürlich am Start, aber man hört da will mehr raus. Und ich muss sagen, im Tunnel und so, krass laut das Auto. Also echt krass laut für OPF-Zeiten. Das gleiche wie beim C63S. Also anscheinend hauen die ganzen Hersteller doch mehr raus, als man denkt. Was schon mal sehr, sehr gut ist. Und was mich auch freut. Und was ich euch noch sagen wollte. Ich glaube, diesen Mittwoch, ich muss es nachher in der Cave nochmal checken, kommt wahrscheinlich das krasseste Video, was wir jemals gemacht haben. Riesendank schon mal für die Opportunity. Mehr werdet ihr am Mittwoch verstehen. 15 Uhr geht's los und mehr darf ich noch nicht sagen. Das wird echt cool, das wird wirklich sehr, sehr cool. Aber ich roll jetzt erstmal Richtung Cave und dann sehen wir uns da. And we're back, baby, wieder in der Cave und ich bin so froh, dass ich den Boden und so sauber gemacht habe. Das sieht gleich vom Gesamtbild einfach viel geiler aus. Ist echt nochmal überlegen, ob ich mir so Wischroboter hole, die durchgehend nebenbei hier ein bisschen durchrollen. Ey, hab ich da einen Blick? Was soll denn das jetzt? Ey, ich sag's euch, Left Lane. Aber ja, DBX steht noch draußen. Die muss ich nachher logischerweise erstmal kurz waschen, bevor er reinkommt. Aber sonst muss ich jetzt erstmal schnell ein paar E-Mails beantworten. Und dann kommt auch Luis gleich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, also für euch, sofort wieder. Und für mich in ein paar Minuten. Meine lieben Leute, ernstes Gespräch jetzt. Spaß beiseite, keine ernsten Gespräche hier. Denn ich habe vor ein paar Wochen angekündigt, dass wir immer ein paar Fragen pro Video beantworten. Was, sagen wir mal so, nicht ganz funktioniert. Hey, falsches Passwort eingegeben oder was? Glück gehabt, ich hatte nur Caps an. Passwort ist zum Glück noch das gleiche. Also, ich hatte vor ein paar Wochen gesagt, dass wir immer mal die ersten 5 Fragen, also es ist immer mal eigentlich durchgehend, die 5 ersten Fragen unter den neueren YouTube-Videos beantworten. Also, das hat nicht ganz geklappt, denn ein paar Videos sind out of order gewesen, hin und her. Übrigens einmal ganz kurz, schaut dort an alle, die das Ford GT-Video geguckt haben. Das ist bei uns aktuell auf Platz 1,
21.000 Aufrufe in 24 Stunden. Das ist für uns sehr gut. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir schaffen das, diesen Mittwoch zu brechen. Also das wäre mein Ziel wirklich. Wenn ich euch nach einer Sache fragen darf, dann ist es diesen Mittwoch 15 Uhr einfach attackieren. Bitte alle einfach auf YouTube. Das wäre echt wichtig für uns. Aber ich habe gesagt, 5 Fragen machen wir. Ihr stellt Fragen, wir beantworten die im nächsten Video. Ich möchte das auch genauso jetzt machen. Aber das Problem ist, jetzt kommt jetzt dieses Video und dann kommen 2 sehr, sehr, sehr besondere Videos, die wir schon vor ein paar Wochen gefilmt haben. Da könnt ihr gerne Fragen runterschreiben. Da müssen wir es aber so machen, dass sozusagen am Sonntag die Auflösung dafür kommt. Also das ist Auflösung, aber die Beantwortung. Deswegen, jetzt kommt mal Luis, ne? Ein bisschen spät hier, können wir gucken, wann er reinläuft. Guten Morgen! Guten Morgen! Ich muss kurz ein paar Fragen beantworten, denn wir hatten ja gesagt, dass wir die 5 ersten Fragen machen. In welchem Video haben wir das gesagt? Weil das ist ja komplett raus, das Thema, haben wir ja nicht gemacht. Das ist ein bisschen her. War das Ram TX? Nee, das war die Lambo-Maschine, ne? Ja, kann sein. Oder war es sogar noch eins davor? Gute Frage, wir gucken mal kurz. Weil eigentlich finde ich die Idee gut. Ich habe schon gesagt, die Woche wird das ein bisschen schwer, weil das Video kommt jetzt ja morgen. Ja. Dann kommt übermorgen etwas, über was wir jetzt noch nicht reden dürfen. Wir dürfen nichts anteasern, aber ich habe gesagt 15 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Okay. Wichtig. Und dann Donnerstag kommt der zweite Teil davon. Ja. Das heißt, die nächsten Fragen können wir erst am Sonntag sozusagen beantworten. Mhm. Das heißt, jetzt könnt ihr Fragen auch unter die nächsten 2 Videos schreiben. Dann machen wir einfach 15 Fragen insgesamt in dem Sonntagsvideo, okay, die wir mit beantworten. Das ist ja schon wieder alles viel zu verwirrend für mich. So, nach intensiver und langer Suche, meine Lieben. YouTube zeigt mir nicht alle Kommentare an. Wenn ein Video 200-300 Kommentare hat, sehe ich nur 40 bis 50 im Nachhinein, was natürlich echt nicht gut ist. Aber deswegen nehmen wir jetzt einfach aus einem Video, wo ich das gesagt habe, ein paar Kommentare, die wir jetzt nochmal so beantworten können. Das heißt für euch jetzt, bei dem Video hier, mit dem nächsten und übernächsten, 5 Fragen werde ich aussuchen, insgesamt 15. Das heißt, am Sonntag in dem Video werde ich diese 15 Fragen hoffentlich dann beantworten. Sollte aber klappen. Und ja, starten wir gleich mal mit Jürgen Born 5937. Kommt in Zukunft ein Ferrari? Wir haben diesen Freitag einen sehr interessanten Termin. Da kommt jemand hierher und das dreht sich da um Ferrari. Mehr will ich noch gar nicht sagen. Dann eine lebende Legende himself, Mr. PPOVs rechter Nasenflügel 7320. Was ist momentan dein Favorite aus der Cave? Für mich natürlich Aston Martin Vantage GTA. Luis, was wäre denn dein Favorite aus der Garage, wenn du nur ein Auto nehmen dürftest? Im Moment jetzt oder allgemein? Allgemein. Allgemein, ich bin so gespannt auf den DBS Altair, muss ich sagen. Ja, der wird krass, glaube ich. 4x4 hoch 2. Mhm. Auch, also bin ich auch sehr gespannt. Beides Autos, die ich noch nicht kenne und noch nicht erlebt habe. Mhm. Sonst würde ich natürlich sagen, GT8. Guter Mann, ich bin stolz auf dich. Weiter geht's, meine Lieben. Irgendwie mag ich die Kameraposition so lieber. So. Bam, 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 bam. Kommt der GT4 RS noch? Das ist ganz leicht zu beantworten. Schaut euch mal die PPUV-Talks an, dann werdet ihr die Antwort dazu herausfinden. Ich wusste gar nicht, dass ihr einen RS6 bestellt habt. Ja, haben wir. Ist auch relativ zeitnah jetzt endlich mal da. Und dann nehmen wir als letzte Frage, macht ihr mal was im Bereich Brabus? Brabus könnte ich mir schon mal vorstellen, dass wir was machen. Aktuell aber nicht, denn wir sind große Top-Car-Fans, wie unser GT63S. Das sind einfach richtige Viecher und das finden wir ein Stückchen geiler. Deswegen bewegen wir uns eher in Richtung Top Car, aber es kommen viele coole Sachen. Und dabei wollte ich mal kurz sagen, wir haben jetzt auf Instagram diesen Subscription-Feed, sage ich mal, eröffnet. 2,99 € im Monat. Jetzt, wenn jemand kommentiert, nee, die wollen ja nur Geld verdienen, Nö, aber es geht einfach darum, dass manche Leute, die wirklich Bock auf die Sachen haben, kriegen Exclusive Previews. Das heißt, neue Autos, die kommen, Autos, die bestellt sind, Konfiguration zeigen, Autos, die schon da sind, ihr aber noch nicht kennt, die aber schon da in dem Subscription-Feed sind. Ziemlich coole Sachen. Ich denke, da kommt noch mehr. Vielleicht Merch-Sales nur da drin und solche Sachen. Deswegen checkt das mal ab.
Und jetzt geht es erstmal weiter mit ein bisschen Büroarbeit. Tschüss. Was jetzt aber als erstes noch schnell gemacht werden muss, ist definitiv den 707 zu waschen. Das werden wir jetzt zusammen machen. Ich hau euch wieder auf eine Timelapse. Ich glaube, dass es einfach angenehmer ist für euch. Und dann könnt ihr schön, obwohl ich kann mal gucken, wo ich mein iPhone-Headstrap habe. Wie man sieht, ist es leicht überbelichtet. Wir machen jetzt einfach schnell eine Timelapse. Geht besser und machen den 707 ready. So, meine Lieben, 707 ist natürlich gewaschen. Jetzt wird der gleich einmal kurz trocken gemacht. Fängen und so musste ich bei dem gar nicht machen. Die habe ich nur durchgespült, weil die waren echt sauber. Nur ein paar Fliegen, das war das Main-Problem. Und ja, dann wischen wir ihn mal kurz trocken. Und dann sollte das Ganze wieder gut aussehen. So, gewaschen und es ist einfach sau heiß draußen. Aber ich will mal kurz sagen: Luisa, may you move your car up to the top, dann kann ich den DBX reinpacken und dann gehe ich Mittagessen holen. Okay. Das wäre perfekt. Dann springen wir gleich in Ambaticus und holen was zu essen, denn es ist schon relativ spät und da haben wir natürlich auch Hunger. Da ist der Kleine. Scheibe muss ich noch putzen, keine Sorge. Und dann parken wir mal schnell um. So, meine Lieben, DBX ist geparkt. Alles gut. Jetzt müssen wir gucken, wann wir ihn zu Flo bringen können. Übrigens, kleiner Funfact mit dem E63, der wurde jetzt ja foliert. Der muss komplett neu gemacht werden. Alles einmal neu. Nicht die Schuld von irgendwem. Die Folie ist falsch produziert. Schaut euch das Grau mal an. Ach, das sage ich schon, Grau. Und das Challenger-Ding. Grey and Black. Das ist das Problem. Die Folie ist zu grau. Vor allem, wenn man neben PPF-Auto steht. Das geht einfach nicht. Deswegen muss das angepasst werden. GTR muss bald mal wieder auf die Straße und zum Service. Bei dem ist alles gut bis zum Umbau. Er muss jetzt echt ein paar Kilometer bekommen. Er auch. Chili muss auch mal wieder raus und die beiden Dallaras logischerweise. Aber ja, Cave fühlt sich gut. Zwei Autos fehlen hier. GT8 Ultimate, ja, die kommen jetzt dann. Ram ist natürlich auch gerade nicht da, TTRS ist nicht da, viele Autos sind aktuell nicht da. Aber ein bisschen was ist trotzdem hier. Das mache ich natürlich immer mal ganz glücklich, ne? Und Leftlane Autos natürlich auch am Start. Aber wir springen jetzt, glaube ich, in Abarticus rein. Cold Start, Abarticus. Ich finde es übrigens krass. Keine Kupplung oder Bremse. Und ich kann ihn starten. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie heftig. Ich hatte noch kein Auto, wo das vorher ging. Aber gut, wir haben nichts mehr Benzin. Das ist schon mal super. Wollen wir schnell essen. Und da kann ich euch leider nicht mitnehmen. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder in der Cave. So, meine Lieben, hier haben wir eine wilde Luisa, die da gerade ist. Wie ein komisches Tier. Danke fürs Öffnen, avec le gate. Dönermobil? Ich hab Döner, ja. 20 Cent für Döner. Eine Kamera. Ja, okay, die ist billiger. Du damit auch filmen. Ja, aber die ist günstiger, das geht ja nicht. Ja, das ist eigentlich alles. Mann, ich hab zwei. Lass mich. Ne, können wir noch sehen. So, jetzt gibt's erstmal einen schönen Dürüm. Guten Appetit, Luisa. Guten Appetit. Falls ihr euch so fragt, was hier noch so in der Cave passiert, das. Ein Luis über einem DBX. Nicht fallen. Alter, pack doch ein Bein auf die Seite und eins auf die andere. Dann bist du sogar höher. Sollte ich jetzt sagen, dass ich mehr Angst um dich habe oder ums Auto? Ich habe mehr Angst um dich natürlich. Ich bin Profi. Das Auto kann man ersetzen, dich. Auch. Das hast du jetzt gesagt. Denn Luisa macht gerade ein wunderschönes Reel von den Autos. Von oben sieht es eigentlich immer ganz geil aus, ne? Ja, aber ich muss sie dann mal umstellen nachher darüber. Weil jetzt sehe ich nur schwarze Dächer. Schwarze Dächer. Das finde ich gut. Also, hier muss noch die Scheibe gemacht werden. Ich sag's euch, ich komme mit den Autos einfach nicht hinterher. Aber es sieht so schon geil aus. So, bam, 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 bam. Und der E63 ist einfach grau. Ich wollte den Ausblick auch mal haben. Ist eigentlich ganz cool, ja. Hat was. Ey, was ist der Andy jetzt für ein Problem? Ich glaube, der hat Angst, weil ich so schwer bin, dass er auf ihn rauffall. Wow. So eine Erhöhung wäre schon geil, ne? So wie bei Tim, dass man überall rüber gucken kann. Ja, absolut. Und da ist Luis.
Was bist du eigentlich am Representen? Gute Frage. Cool. Hier stehen Skier in der Ecke. Die Lichter gehen aus. Ganz wichtig. Na, jetzt kommt Thumbnail-Arbeit. Warte, warte. Man kann sagen, was man will, aber seitdem der Matt schwarz ist, gefällt das Auto mir viel besser. Ich fand Color Fade am Anfang schon wirklich sehr geil. Können wir auch mal kurz vergleichen. Aber irgendwie ist dieses All Black Everything einfach nochmal ein Stück böser. Aber wir sind ja vorbereitet hier. Na? So. Color Fade, no Color Fade. Nur da schwarz. Komplett schwarz. Ist schon cooler so. Ja. Machst du schöne Bilder? Natürlich. Sehr schön. Und der Kleine ist wieder geparkt. Thumbnail erledigt. Very good, very nice. So, meine Lieben, hoher Besuch am Start. Und zwar der allerechte Schmogli. Der Auto wechselt. Also, GT3 ist da, ne? Hallo, guten Abend. Das ist absolut kacke. Komplett unangenehm, ne? Das ist richtig kacke. Ja, finde ich aber schön. Also richtig kacke. Aber ich muss sagen, die Hose ist schön, die steht hier. Stell dir mal vor, wir gehen so zusammen in die Stadt. Aber ist doch irgendwie auch ein bisschen süß. Das ist süß. Ich will hier weg. Ja gut, dann fahr. Also, Mowgli zahlt seine Miete nicht, deswegen geht der M4 jetzt und ich kriege einen GT3. Ist eigentlich ein gutes Geschäft, sage ich dir ganz ehrlich, ne? Du, ja, safe. Hat Flo es mal geschafft, dein Motorrad jetzt richtig zu machen? Boah, sieht krass aus. Echt jetzt? Ja, ja, sieht krass aus. Also, wir machen es gerade fertig. Alles crazy, man. Echt crazy. Sehr schön, sehr schön. Man muss sagen, deine Haare sehen echt toll aus. Den Ansatz? Guck, den Ansatz sieht man, ja? Warte. Ja? Alter! Sieht krass aus? Das sieht krass aus, ja? Ja, ja. Also, gut klingt, tut der Hobel. Mowgli abgearbeitet. Jetzt haben wir mal wieder den GT3. Ich sag's euch ganz ehrlich, ne? Alleine bei den Sitzen vermisse ich einfach wirklich schon mein GT4. Es macht mich schon traurig. Ich vermisse mein GT4 jetzt. Schon so ein bisschen. Perfekt. Schmeißen Sie auf Festplatte vor Upload. Profi. Achtung. Seit wann macht ein Porsche Pop? Ist mal Lift drunter, wenn er schon hier steht. Also er ist ja warm, ne? Weißt du, was bei den GT-Modellen liebe? Dieses Ansauggeräusch am Anfang, dieses Quatte. Kann man nicht sagen. Genau. Ich park ihn mal, ne? Ein kleiner Hobel. So, wie gesagt, ich vermisse jetzt offiziell meinen GT4. Habe ich aber auch vorher schon. Und vielleicht ist es ja doch bald mal wieder Zeit für einen weiteren Porsche bei uns. Man weiß es nicht. Eine Sache, die ich beim GT3 hasse, wie gesagt bei GT3 Modellen, ist, dass beim Anfahren schleift die Kupplung so ein bisschen sozusagen. Schönes Auto, muss man wirklich sagen. Und ich bin sehr stolz auf Mowgli. 44.000 Kilometer. So muss das sein. Auto bewegt. Schon schön. Das sind natürlich Sachen, die man sonst auch nicht so mitbekommt. Aber jetzt gerade wird runtergeladen, damit wir auf YouTube gleich hochladen können, dass ihr den wunderschönen Vlog von gestern, also Montag, schauen könnt. Und ja, wir sind relativ spät dran. 17.14 Uhr. Video muss um 20 Uhr live. YouTube muss auch alles prüfen, dass es nicht so ist wie beim letzten Mal, dass das Video nur 360p ist. Das liegt aber tatsächlich dran, weil YouTube relativ langsam ist mit vielen Dingen. Also meine Lieben, viel zu tun. Ich muss jetzt los, aber wir sehen uns morgen früh, denn eine Sache müssen wir noch machen. Und genau das mussten wir noch machen, meine Lieben. Eine Runde Challenger fahren. Das Auto stand jetzt Ewigkeiten. Ist auch nicht allzu viel Benzin drin. Aber ein bisschen was, dass wir kurz noch Spaß haben können mit dem Auto. Denn ich habe das Ding so lange nicht mehr bewegt. Und deswegen kommt er jetzt raus, dass man auch mal alles einmal draußen sieht, weil ich habe den abgeholt, da war es dunkel und habe ihn seitdem nur in der Kälte.
Cave gesehen, aber nicht im wirklichen Tageslicht. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir jetzt mal kurz ändern müssen. Deswegen lasst mich rausfahren, Tor zu machen. Und dann genießen wir mal kurz die 808 PS vom Challenger Red Eye. Jetzt rollen wir auch in diesem Biest. Zwei Motorradfahrer hinter uns auf jeden Fall, die das Auto schon mal gut finden. Mann, das ist so geil. Das habe ich jetzt einfach mal gebaut, wisst ihr? Wir haben nicht so viel Zeit immer und manchmal die Autos einfach mal kurz zu genießen, ist wirklich was Schönes und genau das machen wir hier. Dieser Motor, ne? Einfach dieser Oldschool Big Block ist so unfassbar geil und klingt einfach gut. Die Sache ist klar, das Auto fährt sich wie im Boot. Vom Fahren her ist es nicht das geilste Auto auf dieser Welt, by any means. Aber das muss auch nicht sein, ganz ehrlich. Das Auto hier ist einfach ein kompletter Cruiser. Und genau das kann er auch wirklich gut. Muss man einfach sagen, wir können das ganze Ding mal im Sport packen. Sport! So. Hört ihr? Ich muss gleich mal kurz Fenster aufmachen für Supercharger Wide. Das Auto hat noch keine Grail-Anlage. Es ist so unfassbar geil. Es ist so unfassbar geil. Und wir probieren immer alle Autos alle 4 Wochen zu bewegen. Weil es ist einfach so, du kannst es nicht schaffen, mit einer gewissen Anzahl an Autos jeden Tag damit rumzufahren. Es geht nicht. Manchmal wird ein Auto halt ein bisschen länger stehen. Das ist nicht das, was wir wollen, aber es ist die Realität. Dafür gibt es dann genau solche Ausfahrten wie diese, wo einfach mal kurz die Beinchen ein bisschen gestretched werden, schön warm fahren, bis die ganzen Liquids einmal durchflowen durch das Auto und einfach genießen. Es ist wirklich sehr schön, mal wieder hier drin zu sitzen. Und der Riesenvorteil ist, wenn man das so macht, da man eben nicht die ganze Zeit hat dafür, ist, dass es sich anfühlt wie ein nicht ein neues Auto, aber diese Besonderheit vom Fahren, so, jo, das fährt sich anders, das ist so und so, das verliert man dadurch nicht. Weil wenn man ein Auto jeden Tag fährt, egal was für ein Auto es ist, egal wie viel PS, egal wie teuer es ist, es wird sich irgendwann normal anfühlen, weil der Mensch gewöhnt sich an Dinge. Und das ist genau das gleiche mit Autos. Das ist das Beispiel, als ich meinen GT4 hatte am Anfang, unfassbar. Die ersten 2-3 Wochen habe ich jedes Mal gedacht, boah, ich habe das Auto auch immer durchgehend geliebt, aber dass du es jeden Tag nutzt, wird es irgendwann einfach normal. Wisst ihr, wie ich meine? Das soll jetzt nicht doof rüberkommen, aber es ist einfach so. Es ist genau wie ein neues iPhone. Man kauft sich erster Tag Folie abziehen, mega. Zweiter Tag so, ja, ist halt mein iPhone. Ne? Das ist halt die Sache und das ist mit allem im Leben so. Und deswegen sind solche kleinen Ausfahrten immer echt schön. Finden, wo wir vielleicht mal kurz anhalten können, weil ich würde den gerne.
natürlich immer die Option, diesen wunderschönen Kfz Linelock zu aktivieren und dann brennt einfach alles gefühlt. Aber ich dachte, das war mal wichtig, dass ihr mal seht, die Autos werden wie gesagt immer genutzt und auch so oft wie möglich, denn es muss einfach die Bewegung da sein. Autos, die stehen, ist nicht gut. Alle Autosammler, die Autos kaufen und nur hinstellen, das macht man nicht. Das soll nicht so sein. Die haben Räder, die Dinger, die müssen bewegt werden. Ne, ich schau mal, ob ich einen Ort finde, wo wir anrennen können. So, ich glaube, ich habe eine geile Location gefunden. Checken wir mal kurz ab. Aber das sollte ganz cool sein, um ja mal kurz zu sehen. Young Shelly. Ja. Böse. Böse, böse, böse. Das Ding sieht echt gut aus. Eigentlich hätte ich gedacht, dass ich ihn so quer hinstelle, aber das ist Rasen. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Ist ja nicht unser Grundstück, ne? Aber das Ding sieht so geil aus. Sieht so geil aus. Oh. Es ist auch wirklich egal, welches Auto es ist, ne? Autos machen einfach glücklich. And that's a fact, meine Lieben. Ich habe jetzt noch ein paar Bilder gemacht von diesem wunderschönen Kfz im Hintergrund und würde sagen, das ist der richtige Moment, das Video zu beenden. Bitte denkt dran, morgen um 15 Uhr brauchen wir euch alle auf unserem YouTube-Channel. Weltpremiere, nur bei uns, wir sind die Ersten. Wäre mega geil, wenn ihr alle am Start seid. Deswegen bitte supportet und wir sehen uns morgen 15 Uhr. Denkt dran, liken, abonnieren, teilen, kommentieren und tschüss.